Ein fliegendes Sonnenteleskop haben Forscher des Max-Planck-Instituts am Donnerstag erfolgreich in Göttingen getestet. Sunrise ist ein ballongetragenes Teleskop, das die Sonne beobachtet. Wir bereiten jetzt den dritten Flug vor, deshalb Sunrise 3 der Name. Und mit dem wollen wir das Magnetfeld der Sonne sehr genau untersuchen, genauer als es bisher überhaupt möglich war. Im kommenden Jahr soll das an einem Heliumballon hängende Teleskop die Sonne in 35 Kilometern Höhe untersuchen. Die Forscher erhoffen sich davon Erkenntnisse zum Magnetfeld des Sterns. Das Magnetfeld der Sonne ist deshalb interessant, weil es für die Vielzahl an aktiven Phänomenen, seien das jetzt Sonnenstürme oder was auch immer, die jetzt auch die Erde beeinflussen, verantwortlich ist. Für die künftige Forschung sei es wichtig, dass sich der Winkel zwischen Teleskop und Sonne maximal im Bereich von Hundertstel Bogensekunden verändere, also einem für das Auge nicht sichtbaren Bruchteil eines Grads.